Hier sehen wir den Icarus. Der Philipp ist hier gerade im Flug. Und man sieht in dem kleinen Bild unten links, dass diese Kreise ihm einen Weg vorgeben. Das Kunststück bei Icarus ist, dass man den Icarus komplett mit dem Körpergewicht steuert. Das heißt, wenn der Philipp nach rechts oder links möchte, muss er sich mit seinem Körpergewicht nach rechts und links legen. Dasselbe hat man, wenn man hoch oder runter möchte. Das sind kleine Nuancen, die man den Körper bewegen muss. Das heißt, er muss permanent eine Körperspannung halten, damit er in die richtige Richtung fliegt. Und ja, das Spielerische daran gibt eben den Kick, dass man da über Belastungsgrenzen hinweggeht. Man kann sich mit der Brille zwar umgucken, das ändert aber nicht die Flugrichtung, sondern es geht wirklich immer nur um die körperliche Anstrengung. Also das hier ist mal wirklich E-Sport, wo man wirklich, wenn man es selber gemacht hat, man merkt, wie anstrengend sowas sein kann. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts zwei weitere Videos vorgeschlagen oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut.